Hey Leute, willkommen zu Space Radio. Wir mussten ein paar Sparmaßnahmen unternehmen, weil wir jetzt Rundfunkgebühren bezahlen müssen. Rick musste ich auch verkaufen. Hat nicht viel gebracht. Oh mein Gott, sie wollen YouTube zerstören! Wer? Ja, das erkläre ich doch gleich. Das war die Panik, die die Leute in unseren Stream geschoben haben. Der jetzt jeden Mittwoch auf Space Gaming stattfindet. Jeden Mittwoch? Abends. Live? Nee. Das war aufgenommen. Denn angeblich soll jetzt alle YouTuber eine Rundfunkgebühr benötigen, die 10.000 Euro am Tag kostet. Und das wäre auch echt scheiße. Aber ein Glück ist die Situation ein bisschen anders. Um die aktuelle Lage mal kurz zusammenzufassen. Unsere netten Kollegen von Pete's Meet Stream ja gelegentlich und haben einen Twitch-Nebenkanal, auf dem sie alte Streams und private Sexaufnahmen in Dauerschleife senden. Den gucke ich immer nach meine neuen sexy Sportclips. Also die sexy E-Sport-Clips. Jetzt kam der neue Chef der Landesmedienanstalt NRW, Tobias Schmidt, der früher nebenbei Cheflobbyist der RTL-Gruppe war und sich garantiert für die Interessen der YouTuber einsetzen wird. Zwinker! Zwinker! Zwinker, 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 Anfall, Anfall, ah! War schlecht, ich hab gar keinen Anfall. So, du machst deinen Job echt nicht gut. Auf jeden Fall meinte der Typ, die machen Fernsehen ohne Rundfunklizenz! Fick dich! Es gibt ja so Richtlinien, was Rundfunk ist. Und nach diesen Richtlinien macht Pete's Meet auf diesem Kanal Rundfunk und braucht eine Lizenz. Nur, was sind diese Richtlinien? Das ist eine sehr gute Frage, Rick. Das Programm muss eine Regelmäßigkeit in sich tragen. Es muss redaktionell gesteuert werden. Man muss eine durchschnittliche Mindestzuschauerschaft haben. Und ganz wichtig, der Zuschauer darf keinen Einfluss auf Inhalt und irgendwas anderes haben. Zeitpunkt. Somit fällt normales YouTube schon mal raus. Denn ihr könnt unsere Videos gucken, wann ihr wollt. Ihr könnt auch 5 gleichzeitig gucken, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, weil sich ganz viele Stimmen überlagern werden und nur Nonsens mal rauskommt. Aber ihr könnt es tun, weil ihr es könnt und wir Geld kriegen. Wen das allerdings betrifft, sind die Twitch-Kanäle von Pete's Meet oder den Rocket Beat. Die senden 24 Stunden am Tag wie ein Fernsehsender und deswegen ist auch nicht so merkwürdig, dass sie wie ein Fernsehsender eingestuft werden. Aber was ist jetzt mit Durchschnittsstream? Wie regelmäßig ist regelmäßig? Und ist ein Stream redaktionell? Nun, dafür braucht man eine genaue Definition von redaktionell. Wir haben nachgeforscht. Redaktionell ist, was durch eine Redaktion erarbeitet wurde. Redaktionen bestehen aus vielen Redakteuren. Und Redakteure sind Leute, die redaktionell arbeiten. Genauer findet man es im Internet leider nicht. Und hat der Zuschauer nicht eigentlich Einfluss auf den Inhalt des Streams? Ich meine, wenn er in den Chat die ganze Zeit irgendwelche Scheiße reinschreibt und den Streamer zum Tilten bringt, dann ist das ja quasi ein Programminhaltsänderung. Aber das sind eh alles erstmal nur Richtlinien. Und die Bundesanstalt für Internetpornos hat diese Richtlinien schon oft geändert oder erweitert. Und sowieso läuft's immer nach dem Motto, hey, meldet euch einfach bei uns und dann arbeiten wir schon irgendwas zusammen aus, was zu euch passt. Und uns. Okay, Leute, aber wie wär's vielleicht mal mit was Genauem? Irgendwelche klaren Regeln, die ihr kommunizieren könnt und jeder versteht? Webvideo und Streaming liegen in einer Grauzone, seit es sie gibt. Und keiner hat klare Regeln. Das Einzige, was man als YouTuber gefürchtet hat, war das Finanzamt. Die sind gnadenlos. Ja. Die haben auch Simon Desio seinen Hammer weggenommen, obwohl er privat so viel lustiger ist. Nein, nein, das war ich. Es ist ein Auto. Oh. Ein dickes Auto. Das ist ein Auto? Geh weg, damit wir schneiden können. Aber wir müssen damit rechnen, dass damit langsam Schluss sein wird. Und strikte Regeln kommen werden. Hat ein Prank mehr als 10.000 Dislikes, muss der Erschaffer mehr als 20.000 Euro Strafe zahlen. Nicht gut. Die Benutzung von roten Kreisen im Thumbnail wird mit Steinigung geahndet. Und Katja Krasewiekse darf nur noch Videos machen mit einem Fake-Schnurrbart, der mindestens 20 cm breit ist. Okay, es kommen wahrscheinlich andere Regeln. Und das ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ich meine, dann weiß man ja wenigstens, wie die Sachlage ist. Sach. Sollte die Landesmedienanstalt das nicht alleine entscheiden, sondern die Szene und Zuschauer da mitreden lassen. Weil 20.000 Euro Strafe für schlechte Pranks ist mir viel zu wenig. Ich will Köpfe rollen sehen und mit ihm Fußball spielen. Genauso sollten sich diese Regeln auf die Größe von YouTuber und Streamern skalieren. So eine Rundfunklizenz ist zum Beispiel eine einmalige Zahl. Und viele YouTuber werden jetzt nicht sofort pleite gehen wegen der 10.000 Euro Ausgabe. Auch wenn es wehtun kann. Wenn der kleine Timmy jetzt aber anfängt, einfach ein bisschen Minecraft zu streamen. Und dann auf einmal so ein Typ kommt und sagt, ey, ich hol Anwalt und der fickt dich. Wenn du mir nicht 10.000 Euro gibst, hat der da gesagt. Zusätzlich hat man mit so einer Rundfunklizenz ja noch andere Pflichten. Da gibt's so eine Sachen wie Jugendschutz und diverse andere Bürokratiekacke zum Beispiel. Ja. Hab ich zweimal zum Beispiel gesagt, ich sag's nochmal zum Beispiel. Und da kommen halt pro Video gewisse Kosten auf einen zu. Für ProSieben, die mal eben Herr der Ringe ausstrahlen, ist es natürlich kein Problem, ne, mit ihren scheiß Werbeeinnahmen. Aber für kleinen Timmy, der seine Minecraft-Videos hochlädt und damit 50 Cent verdient, der macht ja so ein 500-Euro Minusgeschäft vielleicht. Ja, die und muss auch noch die Koks und Nutten bezahlen. Aber wir bezweifeln hart, dass sich Leute wie der kleine Timmy große Gedanken machen müssen, denn normalerweise kommen so
so eine Anstalten erstmal an die großen Fische, um die abzuknabbern. Und zu rösten vorher, denn dann geben sie mehr Leben. Und von den großen Fischen gibt's wirklich mehr als genug, sodass sie da eh niemals durchblicken werden. Also keine Sorge, kleiner Timmy. Niemand interessiert sich für deine Minecraft-Videos. Und deswegen verdienst du damit ja auch nur 1/2 Euro. Yo, da drüben gibt's passend zum Thema noch, darf man sich am Sack kratzen? Ja, das ist, weil, Sack und Ämter, das ist alles das Gleiche. Und schaut euch da drunter unser neuestes Gaming-Video an, glaube ich, unseren IKEA-Simulator. Der ist super lustig. Und wenn ihr schon dabei seid, wir streamen mittwochs regelmäßig 22 bis 20 Uhr. Nee, andersrum, 20 bis 22 Uhr. Abends! Macht schon abends. Seinen Abends halt, Mittwochabends.